herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es hinter mir, wir sind in Le Mans. Max und ich wurden eingeladen, ein geiles Wochenende hier zu verbringen. Kameramann Max ist hinter der Kamera. Wir werden für seinen Channel auch filmen. Das heißt, es gibt ein bisschen Content hier. Ich habe keine Ahnung, was das erwartet. Wir werden so ein bisschen herausfinden. Nordschleife 24 Stunden, Le Mans 24 Stunden. Wo sind die Unterschiede? Was ist geiler? Was ist cooler? Was ist authentischer? Was ist technischer? Fakt ist, wir haben ja in den Audi LMP-Videos schon gesehen, die Technik hier ist wirklich auf Formel 1 Niveau. Und das wollen wir jetzt sehen. Let's go. Übrigens 300.000 Leute, Tickets in 5 Minuten ausverkauft. Also, ich bin froh, dass wir überhaupt so früh hier heute angekommen sind, weil wir schlafen 90 Kilometer weit weg, weil es einfach keine Hotels gibt. Ne? Wirklich krank. Los geht's. Die nächste Szene müssen wir gleich so ein bisschen springen in zwei Videos, weil ich bin heute zeitgleich natürlich auch der Kameramann von Max. Ich bin ja auch eigentlich deiner, also ich kann auch die Kamera halten. So, wir haben aber eben zur Sekunde auf schnell klar gemacht, dass wir gleich bei BMW Motorsport rein dürfen. Das heißt, die Extended-Version davon seht ihr natürlich bei Max auf dem Kanal, aber ich will es euch nicht vorenthalten. Ich werde gleich hinter der Kamera sein und ein bisschen filmen und du wirst den netten Herrn schon passend ausfragen, ne? Ich denke. Nach jeglichen Tricks und Kniffs und Spielchen. Also wir haben ja gerade schon gesehen, BMW hat ja auch LMP-Autos dabei. Mhm. Da bin ich ja also überhaupt gar nicht drin. Deswegen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen drin, bedingt dadurch, dass wir bei Audi diese Filmreihe gemacht haben über die LMP-Autos. Also ist schon technisch gesehen über Formel 1. Weil der große Unterschied zwischen LMP und Formel 1 ist, Formel 1 hat ein Reglement und man fährt quasi um das Reglement rum, auch technisch gesehen. LMP ist Hose auf, alles was geht. Echt? Irgendwann wird es so schnell, dass dann das Reglement wieder passend angepasst wird. So, aber diese ganzen Innovationen auch mit dem, zum Beispiel das erste Hybridsystem, was da zum Einsatz kam, hatte auch den Vorteil, dass du dadurch einen Allradantriebsstang fahren konntest. Weil Hybrid war vorne, Hybrid war hinten. Zack, hattest du im Regen so einen ultra krassen Vorteil, weil du durftest vom Reglement her kein Allrad fahren. Okay, verstehe. So, also da ist LMP wirklich immer der Vorreiter, was die Innovation angeht. Und dann natürlich, irgendwann wird es so krass, dass natürlich das Reglement dann wieder angepasst wird. Aber da sind schon wirklich immer viele Kniffs und ein Beispiel. Tipps und Tricks. Oh, ich krieg schon lange Arme hier, also entschuldigt, wenn es ein bisschen zittert. Ich dreh mal. Nee, nächste Sache ist zum Beispiel auch, während des Rennens darf nicht das Getriebe getauscht werden. Da aber öfter mal im Getriebe was kaputt geht, haben sie das Getriebe aus Carbon gemacht und haben von hinten ein Insert drin, wo das ganze Getriebe rausziehen kannst. Das heißt, wenn es kaputt geht, tauschst du das Gehäuse nicht mehr, sondern einfach nur die ganzen Wellen und alles rein raus. Also du umgehst quasi in jeder Sache das Reglement. In der Formel 1 ist es halt so, da ist das Reglement so fest, dass es sowas gar nicht geht. Ja. Also weißt du, da hat fast jeder in Anführungsstrichen das gleiche Auto. So, aber jetzt gehen wir mal rein zu BMW. Servus. Max, hi. Philipp, aber die Ehre. Philipp, servus. Wir wollten mal ein bisschen hinter die Kulissen spitzen, wenn das möglich ist. Wir finden BMW ganz toll. Echt? Wir haben die Hoffnung, dass wir einmal ganz kurz reingucken dürfen. Wir haben noch ein bisschen was zum Schauen. Ein Traum. Dann haben wir das gleich. Mega, vielen Dank. Max, bist du aufgeregt? Rot-blau, ja, jetzt sind wir genau im Heaven angekommen. Eine Sache kann ich euch vorab schon sagen, die Leidenschaft hier gerade ist auf jeden Fall sehr hoch. Wie hast du so schön am Nürburgring gesagt? Du hast doch einen Spruch. Blau-Weiß fließt in den Wind. Ja. Also wir haben uns, ich muss zugeben, wir haben uns gerade schon super unterhalten. Und wenn Philipp jetzt nicht unterbrochen hätte, wären wir wahrscheinlich um 23 Uhr noch hier gestanden. Aber da wir euch ein bisschen was zeigen wollten, mal ganz grob überflogen, oder? Wir haben hier, also genau. ihr seid hier das BMW Motorsport-Team. Von WRT. Von WRT. Ja. Und habt hier zwei Autos, die zwei Klassen fahren. Genau, jetzt haben wir vier Autos da, zwei in der LM GT3 und zwei in der Hypercar-Klasse. Und dann habt ihr, also das baut sich dann von links nach rechts auf, hier ist GT3 und genau. Hier ist LM. Korrekt. Da können wir mal, also wir sind hier vorhin schon durch und es ist jetzt schon wieder heftig, wenn das... Max will am liebsten anfangen zu schrauben direkt, ne? Das ist ja Flugzeug, oder? Also ganz, ganz heftig, ja. Mit... Oh! Kann passieren, ist nicht so schlimm, geht bestimmt gleich wieder an. Ich dachte, es liegt an der Partymucke hier, dass jetzt Disco ist. Ja, jetzt wird's spannend. Oh ja. Oh. Ja. Geil. Immer, also wir waren ja vorhin schon da und es ist schon wieder, also für mich, für dich ist nicht mehr so, oder? Aber ist schon heftig geil. Die Stimmung passt. Klar. Und das ist jetzt beides M4 GT3 von euch quasi eigentlich ein Werksauto? Oder? Also die sind so, wie man sie bei BMW bestellen kann? Nicht ganz.
der hier in der WEC haben wir bestimmte Anforderungen, auch in Drehmomentmessung fahren zu müssen. Das heißt, den kannst du so bei uns nicht kaufen. Also ich stelle jetzt gerade so die Fragen, sorry, dass ich unterbrochen habe, was ich denke, was Leute dann vom Bildschirm sich fragen, was der Unterschied zwischen GT4 und GT3 ist. Aber GT4, habe ich jetzt gerade gesagt, auch blöd, könntest du wahrscheinlich noch durch den Drive fahren. GT3-Fahrzeug ist schon wirklich ganz andere Hausnummer. Vor allem, du hast es vorhin schon gesagt. Genau. Irgendwann war das ja mal ein G82, der hätte eventuell auch dann Meister Müller Nachbar fahren können. Ne? Und irgendwann wurde die Karosse vom Band gezogen und wird geschnitten. Dann schneidet ihr quasi direkt hier vorne. Hier ist dann ein Cut. Also wir stellen uns jetzt nicht über die Jungs drüber, deswegen bleibt man mal hier stehen. Das heißt, zieht es auseinander. Genau. Dann kommt dann eine Gegenklappe ran. Genau, über eine Vorrichtung. Und dann kommt die Längsträger an und auch von da aus wird das ganze Auto eingestellt. Ja, dann gehen wir mal rüber zum großen Bruder, würde ich sagen. Gucken wir noch mal ganz kurz rüber. Ja, das sieht hier gleich ein bisschen ernster aus. Ja, hier ist es auch leider filmerisch nicht mehr so, dass man einfach blind drauf losgehen kann. Ne? Hier geht es viel um Technologie und um Sachen, die vielleicht erstmal geheim halten, geheim bleiben sollen. Genau, das ist ein Werksprojekt, deswegen reduziert der Informationsaustausch. Hier ist halt der Pinnacle auf Endurance Racing. Also besser kannst du es nicht machen. Jetzt stelle ich die Fragen, die auch ein Fünfjähriger stellen würde. Wie viel PS hat es, wie viel Drehmoment hat es, was wiegt es und wie schnell fährt es? Also hier sind aktuell bei 1039 Kilo. Das ist unser BOP-Gewicht. All in? Genau. Als Tankfahrer, Kühlmittel? Ohne Fahrer, aber sozusagen fahrbereit. Wir hatten es ja vorhin schon, also ich würde sagen, 90% der Zuschauer würden wahrscheinlich gar nicht da reinpassen, sondern du musst extrem dünn, leicht, klein. Du musst ein Sportler sein, damit du das Ganze auch fahren kannst, also sowohl mental als auch körperlich. Wie viel Leistung hier auch, relativ gesprochen, wir müssen ein bestimmtes Leistungsband einhalten, je nach Performance, also je nach Einstufung, inzwischen 500 und 540 Kilowatt an der Hinterachse. Das sind errechnet irgendwas zwischen 600 und 700 PS, sowas. Genau. Jetzt ist bei euch der Unterschied zu manch anderen Teams, dass ihr den Elektromotor hinten in dem Getriebe habt, ne? Korrekt. Das ist aber auch Reglement gegeben, weil das ganze Getriebe, Hybrideinheit ist ein Einheitsbauteil. Das heißt, der Porsche und der Cadillac zum Beispiel, die fahren das gleiche System von der Hinterachse her. Und da konnten wir uns das tatsächlich gar nicht aussuchen, wo das hinkommt. Ach, das heißt, dass es vorne sitzt mit Frontantrieb, sage ich jetzt mal, das gibt es gar nicht mehr? Doch, das macht die LMH heißt das dann. Das ist das, was Toyota und nach Ferrari fahren. Okay. Aber das hier ist schon die größte Klasse jetzt? Das ist die größte Klasse, sieht man ja auch. Also wir sind ja hier in Le Mans und wir haben ja auch gegen die großen Jungs fahren wir auch in der gleichen Klasse. Und deswegen ist das ja das Schöne an der Balance of Performance, dass du verschiedene Hersteller hast mit verschiedenen Konzepten, die aber gleichzeitig gegeneinander messen, betreiben können und entsprechend fahren können. Nochmal ein, zwei Facts zur Technik. Wir reden hier von einem V8 Biturbo, okay. Hat jetzt nichts mit einem Basis M5-Motor oder irgendwas zu tun, das ist was ganz anderes. Korrekt. Das hingegen, wo der GT3 ein Serienmotor genommen wird, ein bisschen verändert wird, ist das hier ein Motor von Null aufgebaut, beziehungsweise Null aufgebaut. Ja, mega interessante Sache auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass wir das zeigen durften. Gerne. Mega sympathisch, mega geiles Team. Wir kommen bestimmt nochmal wieder, aber wir nutzen mal kurz die Chance und gehen mal einmal in eine Boxengasse. Das können wir gerade machen, ne? Es ist tatsächlich immer wieder so, selbst wir trauen uns nicht so irgendwo so hinzugehen, weil es gibt nichts Peinliches, als wenn man auf einmal keinen Zugang hat. Ne? Aber wir durften tatsächlich hier, wir dürfen hier die Boxengasse und alleine, guckt euch das mal an. Ja, jedes Team hat richtig fetten Stand mit und alleine, gönnt euch mal sowas hier. Ne? Bei Porsche läuft das Ganze irgendwie immer noch mal ein bisschen anders ab. Ne? Das ist der erste Stand, den wir sehen, wo auch die Leute definitiv direkt da hinten sitzen. Sonst war ja eher immer alles offen. Gefühlt ist von Porsche die Box auch größer, ne? Wenn ich das so sehe. Gegenüber den anderen. Schon eine große Area, wenn du das gestern vergleichst. Ne? Ich will nicht wissen, wie lange die sich auch Gedanken machen, wo die Box eingerichtet ist, wo was hinkommt. Da hat hier alles seinen Ort. Ja, hier auch geil, haben wir noch nicht gesehen. Handgeil, Fischbohr, Nordscheibe. Bisschen mehr Auto. Was ist hier laut, ey? Hi. Der läuft, ne? Läuft nach dem Arm hier. Oh, geil. Komm, wir müssen da rüber. Aber da muss man ja auch mal so ganz ehrlich sagen,
So ein GT3 Porsche ist halt auch, also da ist ja auch nichts Original mehr dran, ne? Weil wenn du da so reinkommst, das ist ja wirklich das Ganze beschränkt. Aber dafür, dass es so kurz vorm Start ist, sind die alle noch recht entspannt hier, ne? Alter, hier mit Lasershow und Scheinwerfer. Ja, Max, da sehe ich dich eigentlich hier, ne? Beim Putzen? Ja, sehe ich dich irgendwie, weiß nicht. Irgendwie bei dir darf ich nie mehr schrauben, ich muss immer noch putzen. So kurz vorher erstmal hier mit nochmal alles gewienert, alles schön fresh gemacht, dass da auch nichts schief geht. Das sind diese Arbeiten fürs Gewissen, weißt du? Aber wie geil ist bitte dieser fette Hypercar-Aufkleber für diese Hypercar-Klasse? Den sehe ich ja bald auf der Limo, diesen Aufkleber. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Peugeot-Stand sieht von vorne schon geil aus, die Box. Und die Karre hat auch was. Ist halt mal was Neues, ne? Da einfach mal so ein paar Lampen reinzuflanken in den Scheinwerfer. Aber wie du schon sagst, ist was Neues, sieht geil aus, ne? Ja, hat was. Also diese beleuchteten Decken über den Autos, muss ich sagen, sehe ich auch noch in der Werkstatt, ne? Und auch hier der wie die Helme da hinten drin stehen, ne? Ist halt auch dekadent, ne? Aber irgendwie geil. Ja, stimmt, sehe ich jetzt gerade erst. Also auf jeden Fall 100 Punkte an Peugeot. Optisch habt ihr hier immer rausgehauen, muss ich schon sagen. Ja, definitiv. Aber das sieht mal, wie so eine GT3-Klasse halt wirklich auch nur aus Aero besteht, ne? Weil das ganze Auto vorne sind ja nur noch Luftschächte. Also da wird der Wasserkühler drin. Garantiert, also hintereinander werden da mehr rein kühler sein, dass die Luft wirklich so hoch aus der Haube wieder rausgeht. Aber krass ist, da sitzt die rechte Linie, da sitzt ja auch der Motor, ne? Naja. Turbo. Aua, Turbo, relativ tief drin hängen. Aber ich bin gerade extrem interessant auch. Junge, da hämmern die Gänge, aber wow. Ja, das wird ja Getriebe. Wie wir mal am Fahren, also. Ich glaube, wir müssen mal kurz hier stehen bleiben, wie geht das? Was ich gerade extrem witzig finde, ist, da ist vorne an dem Wasserbehälter so ein Ausgleichskörper nochmal dran. Siehst du hier, Max? Ja. Das Alu-Ding. Das wird eine Funktion haben. Also da wird nicht einfach nur so aus Spaß der Alu nochmal in dem Ausgleichsbehälter drin sein. Ich vermute mal, dass sie darüber, also da wird irgendwas drin los sein. Das wird irgendeine Druckspeicher oder so. Ja, genau. Das wird irgendeine Kammer sein, die mehr Luft reinbringt, weil ja Luft lässt sich ja komprimieren bekanntlich, Wasser nicht. Und deswegen haben sie da wahrscheinlich ein bisschen mehr Luftvolumen reinbekommen oder sowas. Oder kann auch was mit Luftbläschen zu tun haben, irgendwie kein Plan, aber ist schon witzig. Ich würde fast sagen, das heißt gleich keine Eskü-Song-Ring. Ah, siehst du? Sie haben schon gemerkt, er hat es mitbekommen. Sie haben schon gemerkt, dass hier Spionage läuft. Gehen wir weiter. Ist irgendwie auch so ein Ding. Ich hätte niemals gedacht, dass Ford bei 24 Stunden von Le Mans mitfährt. Ne? Also, dass es einen Ford GT3 gibt. Ist irgendwie so ein Mustang GT3. Ist irgendwie so ein Ding. Hätte ich niemals geglaubt, aber. Sieht geil aus, ne? Also, hat auch schon was. Ist doch mal ganz was anderes. Würde kein Mensch, der das Ding sieht, würde glauben, dass der irgendwie auf gleichem Niveau fährt wie Porsche, wie Ferrari und so weiter. Ne? Ja, aber das ist Le Mans. So, hier kann ich euch gerade mal was Schönes zeigen. Okay, jetzt ist natürlich das Schlechte, gerade die ganzen Mechaniker am dunklen Kleidern an. Boah, diese Schlagschraube hier. Ne? Max durfte so einen gestern mal zünden. Da sind 35 Bar drauf und macht irgendwie 8000 Newtonmeter. Ne? Hier bei Toyota sieht man schön den Unterschied, wenn man eine Halle komplett hell hat mit grauem Boden gegenüber einer dunklen Halle. Für mich ist Motorsport immer hell. Ich finde das geil, wenn es hell ist. Das wirkt jetzt gerade ein bisschen anders, weil die ganzen Mechaniker natürlich die Bude zustellen in schwarz. Aber vielleicht ist das auch gerade der Grund, warum die alle in schwarz sind, weil man so die Mechaniker sofort sieht. Ne? Weißt du, in dieser weißen Halle sieht man sofort die ganzen Mechaniker. Aber wir waren eben gerade schon bei Toyota drin, wir durften nur nicht filmen. Das ist übelst geil, weil auf dem hellen Boden, du siehst jeden Öltropf, du siehst alles, was runterfällt, sofort. Also das Schrauben ist schon geil. Als Vergleich dazu, hier, natürlich ist das neu, modern, geil, cool und so weiter, ne? Aber es ist irgendwie gleich.
weiß nicht, also ich stehe irgendwie eher mehr so auf, das ist übrigens mein Traum nach wie vor, ein Auto auf Hebeanlage und dann diese Dinger da drunter, dass man den wie so einen Rollwagen einfach durch die Halle schieben kann, weil jeder kennt es so, hier ist das Auto, es steht immer scheiße, du kriegst es nicht so 2-3 Zentimeter nach links und rechts und hier einfach, oh, los, ne? Geil. Nee, aber ich finde helle Halle besser. So, da haben wir die Player des Events, die Schrauber. Bin mir nicht sicher, welches der beiden Autos. Entweder das oder das. Eins von beiden ist wirklich von Chassis Frame Off, so würde man beim Oldtimer sagen, komplett neu aufgebaut. Vor allem, überleg mal, du musst das Ding ja am Ende auch folieren. Der war ja roh. Ne, das machen die hier in der Box. Das machen die hier in der Box. Da geht in der Box, geht der Heißluftföhn an und die Folie drauf. Ne? Da haben die wirklich für alles was dabei. Nein, aber guckt euch alleine mal rein, wie der da drin sitzt. Wie wenig. Also das ganze Auto besteht ja aus Technik. Ne? Ist egal ob es Antenne, Scheibenwischer, der ganze Kabelbaum. Und es ist ja hierbei auch aber so bei einem 24-Stunden-Rennen. Es muss ja 100%, es muss 105% funktionieren. Weil jeglicher Fehler, den du da beim Zusammenbau machst, den wird man am Ende merken. Ne? Weil du kannst ja nicht mal eben kurz. Als Beispiel, Leitung undicht. Weißt du, da wird es ja die eine oder andere Leitung am Motor geben, wo du auch nicht mehr rankommst. Das heißt, Motor gerade wieder eingebaut, hier erst mal warm laufen lassen. Da muss ich wirklich sagen, aber guck mal den Fahrer an, was er links und rechts am Platz hat. Also das ist wirklich ein Schulöffel, ne? Ja. So, und da muss ich einfach sagen, vollsten Respekt und geil, dass, weil das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die man seinen Schraubern gegenüber erstmal platzieren muss. Dass man halt sagt, Jungs, die haben 36 Stunden Zeit, macht das Auto fertig, aber denkt dran, das muss halt perfekt laufen. Und das ist, glaube ich, so diese Routine, weil die das halt jedes Wochenende machen. Für uns ist das ein Besonderes, die natürlich Monocoque zu tauschen auch, aber die machen das jeden Tag. Okay, ich bin gespannt. Also entweder die 12 oder das andere ist die auf jeden Fall von Jotta. Komm, wir gehen mal eine Box weiter. Oder die 38. Das Auto ist es, sorry. Das ist definitiv das Auto, weil ich weiß, dass Jens Matten drauf fährt auf dem Auto. Deswegen konnte er noch gar nicht groß trainieren. Und der fährt auf diesem Auto. Also das war die 38. Das Ding ist komplett neu aufgebaut. Krank. Jetzt wird's wild. Jetzt wird Film einmal das Film ein. Hörst du gerade? Sieht das geil aus oder geil aus? Samba, Samba! Ja! Ja! Aber guck dir mal bitte an, wie koordiniert und eng die Autos hier stehen. Dafür, dass das ja gerade, also die wissen alle ganz genau, was sie tun müssen, die Autos sind weiter. Also alleine, wenn du hier so runterfilmst, dafür hat sich die Nummer auf jeden Fall schon gelohnt. Ne? Ist das geil. Ja, aber ich glaube, viel näher kann man in dem Rohr nicht mehr rankommen, oder? Guck mal bitte, wie eng der drin sitzt. Also du kannst ja schon noch krass nach links gucken, aber viel weiter kannst du auch nicht mehr gucken. Ne? Beef, we need to go home. Wir stehen auf dem Stuhl. Ja. Wir kommen ja mehr oder weniger gerade aus der Boxengasse als erlebt. Das war schon wirklich geil. Wirklich geil. Jetzt zum Start hin spitzt sich das hier doch immer zu. Also es ist wirklich randvoll. Wir stehen schon auf den Stühlen. Und wenn ihr jetzt hier mal so ein bisschen durch die Ränge guckt. Aber wie 24-Stunden-Rennen, ne? Bis zur letzten Sekunde Regen und Slickstar. Also komplett vorbereitet. Jetzt war es zwischendurch tatsächlich so, dass es kurz genieselt hat. Jetzt aber wieder trocken aussieht. Ne? Ich glaube, jetzt bleibt es auch trocken. Wir warten eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass die beiden Jets hier gleich durchnageln. Aber ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist geil, dass immer noch 2024 dieses Le Mans-Start-Ding, ne, so durchgezogen wird. Alle stehen so schräg die auf der Station geraten, das ist schon geil. Ich war mir ja kurzzeitig nicht sicher, ob die nicht tatsächlich mit einem echten Le Mans starten, was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil du kannst dich ja heutzutage in den Autos gar nicht mehr vernünftig schnell anschnallen und so weiter.
Alleine mit dem Zumachen, ja, Einklinken. Stimmt, ja, muss ja von außen zugemacht werden. Ich will nicht wissen, was in so einem Fahrer so in dem Moment jetzt so abgeht. Ne? Wenn die jetzt wissen, gleich geht's los, das ganze Team, was hat Toyota gesagt, 120 Leute? Überleg mal, 120 Leute arbeiten für dich theoretisch, ne? Nummer an die Scheibe getroffen, kann ich nochmal kurz Bibi machen? Ja, aber du kannst jetzt ja auch nicht sagen, ich gehe es jetzt so mit Halbgas an, weil das ganze Team will ja gewinnen, die wollen ja auch, dass du 100% gibst, ne? Weil ne, am Ende geht es also ja schon um sie. Der Druck von dem ganzen Team, der Druck nach außen an die Öffentlichkeit, ne, da irgendwas zu reißen, ich glaube, ist heftig. Also ich wüsste nicht, du darfst dich eigentlich nicht unter Druck setzen lassen, du musst dich ja konzentrieren, also das ist schon... Da geht schon was. Ja, ist heftig. So, jetzt warten wir auf die Sitz. Aber krass, wie viele LMP-Autos das sind, ne? Okay, da ist noch die zweite Klasse mit bei. Aber das waren ja gefühlt, keine Ahnung, 40, 50 Autos. Ne? Und jedes Auto, was da vorbeifährt, irgendwie eine Mio Plus auf jeden Fall, ne? Wenn es gut läuft. Also eher vielleicht auch weit drüber. 1,3 kostet zum Beispiel der von BMW, hat er gemeint gestern. Ja, so, ne? Und boah, Wahnsinn. Einfach geil. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gleich durchvollnageln. Ja, ne? Ich meine ja. Die fahren jetzt 3-4 Minuten, dann geht es direkt los. Na, das wird jetzt direkt wahrscheinlich wie 24 Stunden drin, oder? Direkt gleich Vollgas durch, ne? Genau. Da bin ich echt mal gespannt, weil ich glaube, das wird lautstärkentechnisch schon mal eine ganz andere Liga, als wie wenn die jetzt hier gerade so auf Wasser sind. Wir haben ja keine Ohrenstöpsel drin. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben neben hier. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, so ein Start immer unspektakulär. Ne? Also das finde ich, da finde ich persönlich einen stehenden Start schon 10-mal geiler, weil da ist immerhin noch so die Chance, dass ein bisschen was passiert oder nicht passiert und so weiter. Ne? Weil andererseits bei so einem Hypercar, du siehst nichts, oh, ja, Formel 1-Auto siehst du auch nichts. Aber witzig war die akustisch, ne? Zwischen der ersten Truppe, die alle Turbo fahren, und der zweiten Truppe, die dann wieder sauber sind, hat man schon Unterschiede. Aber ich glaube, richtig geil wird es erst in der nächsten Runde, wenn jetzt 3 Minuten vorbeikommen. Jetzt kommt unsere erste Runde. Ebenso. Wir haben jemanden getroffen hier, Rufen, ewig nichts gemacht. Das stimmt. Ein paar Mal gesehen, trotzdem. Ja. Aber ewig nichts mit seinem Gefühl. Das stimmt, ja. So, und deswegen umso geiler, dass wir sind hier wirklich gerade durchs Fahrrad gelaufen, beziehungsweise gestern. Und ich gucke so, das ist hoch. Was treibt dich hierher? Also klar, Lamborghini sollte ja jedem bewusst sein. Ja, ich bin ja seit 2,5 Jahren Entwicklungsleiter von Lamborghini. Und momentan auch noch im Personal- und im Motorsportchef. Also Motorsport ist eh bei Lamborghini unterhalb, sagen wir mal, in der technischen Entwicklung. Weil das ist bei uns so ein bisschen eine Philosophie, weil wir sagen, okay, die Motorsportaktivitäten, die müssen direkten Bezug zum Auto haben. Und deswegen ist, sagen wir, das so die Grundphilosophie. Und jetzt in dieser Saison bin ich ja noch in sozusagen im Motorsport-Job noch mit. Auch so einen kleinen Upgrade-Job dazu bekommen, ja. Weil ja so ein 24-Stunden-Rennen nicht so die Action ist, ja. Das nochmal so kurz zu schön. Ja, und für uns ist das natürlich jetzt dieses Jahr schon eine besondere Herausforderung, weil zum ersten Mal fahren wir LMDH, also in der Top-Kategorie. Mhm. Das haben wir vorher nicht gemacht. Also ich meine, normalerweise machen wir unseren Markenpokal, das heißt Lamborghini Super Trofeo mit den Huracans. Also
und ohne GT3-Sport, den machen wir normalerweise. Und das Thema LNDA, also Top-Liga Endurance Racing, das ist halt jetzt auch neu für uns. Was ich auf jeden Fall extrem feiere, dass man an eurem Auto die Lamborghini-Gene noch durchsieht. Ja. Das ist ja bei allen anderen Herstellern so, dass du eigentlich fast nicht mehr siehst, welcher Hersteller das Auto eigentlich ist. Aber ich finde, wenn du auf den Lambo guckst, durch die Scheinwerfer, durch die Scheinwerfer finde ich irgendwie, dass der schon aussieht wie Lamborghini. Aber das war bei uns ehrlich gesagt, das war jetzt nicht durch Zufall, sondern es war bewusst so gemacht, weil wir haben natürlich da bei so einem Rennauto, da führt die Aerodynamik, das ist klar. Also haben wir die Grundform, die wird durch die Aero, durch das Aero-Konzept definiert. Aber wir haben dann schon das, was man beim Rennauto normalerweise nicht macht, dieses letzte Bearbeiten der Oberflächen, also nennt sich dann Straken, also dass man wirklich hingeht und dann, sagen wir nochmal, an den Radien arbeitet, da haben wir schon versucht, die Lambo-Formensprache reinzubringen. Du siehst zum Beispiel, dass die Cockpit-Kanzel ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten eckiger ist, weil du hast vom Reglement eine relativ starke Vorgabe, wie das aussehen soll. Die kannst du nicht frei wählen. Aber auch die Front zum Beispiel, die ist bei uns ein bisschen stärker zugefeilt. Ja, genau. Wir haben die Lichtsignatur, die ist Y. Ja. Alle diese Elemente, weil wir wollten eigentlich schon, dass wenn kein Logo auf dem Auto ist, dass du trotzdem sagst, okay, das ist ein Lambo. Ne, das klappt. Also das sofort vorhin beim Rausfahren gleich gesehen, das sind sie. Wie lange baut ihr in dem Auto jetzt schon? Also kann man das so grob sagen? Ist das jetzt so innerhalb von, keine Ahnung, 12 Monaten? Oder wie lange war dieser Step geplant, in der obersten Kategorie zu fahren? Gut, das kommt drauf an. Also die Entscheidungsfindung, das ist schon ein Prozess, der geht über länger als ein Jahr. Das Auto selbst hatte das Rollout letztes Jahr, ich glaube, ziemlich genau in der ersten Augustwoche. Dann wurde halt getestet, dann wird halt, sagen wir, Inbetriebnahme nennt man das, also dass die Funktionalitäten da sind. Diese LMDH und auch LMH-Autos, also diese Hyper-Kategorie, gibt es zwei Varianten. Es gibt die LMHs und es gibt die LMDHs. Die unterscheiden sich ein bisschen von den Reglementsfreiheiten. Beide Autokategorien werden über Balance, sogenannte Balance of Performance, auf ein vergleichbares Performance-Niveau gebracht, dass die sozusagen in einer Kategorie fair Motorsport gegeneinander machen können. Wir haben ein LMDH-Auto gebaut. Okay. Da gibt es halt ein Hybridsystem, man muss es in Betrieb nehmen, das war im August. Und dann kommen halt eine Reihe Tests, Windkanaltests, Fahrwerkstests, dann Homologation. Und das erste Rennen war Anfang dieses Jahres. Und das ganze Hybridsystem ist vorgegeben, also was die Batterie angeht, den Speicher. Genau, also es gibt bei dem LMH ist komplett frei. LMDH gibt es gewisse Standardbauteile, darunter zählt das Getriebe, die Batterie, die E-Maschine. Und die Motorelektronik, die gehört quasi zu einem Standardpaket, welches bei allen LMDH-Autos gleich ist. Was unterschiedlich ist, ist das eigentliche Monocoque. Da kann man aus verschiedenen Herstellern wählen. Da ist unser Partner Ligier, also aus Frankreich. Ligier ist ein relativ bekannter Marke. Wir haben ja früher Formel 1 gemacht. Und der Motor, der ist immer herstellerspezifisch. Das ganze Aero-Konzept, Kühlkonzept ist herstellerspezifisch. Und natürlich, und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen das Salz in der Suppe, die ganze Applikation, weil du musst dir vorstellen, vom Reglement hast du eine Powerkurve, also sagen wir Leistungskurve, die darfst du nicht überschreiten. Du kannst aber als Hersteller entscheiden, wie viel du aus dieser Leistungskurve wann aus dem Verbrennungsmotor nimmst und wie viel du aus dem Hybridsystem nimmst und wann du wieder Energie zurückspeist. Und das ist relativ aufwendig von der Strategie, das so zu applizieren, dass du als Optimum erreichst. Das heißt, es zählt nicht, was einzeln rauskommt, sondern wirklich, was gemeinsam an Leistung rauskommt. Du hast es so vorgegeben. Genau. Also man misst sogar, das ist relativ aufwendig, man misst in dieser Kategorie sogar an der Gelenkwelle, also quasi kurz vorm Rad, da gibt es sogenannte Drehmomentsensoren. Über Drehmoment und Drehzahl kann man die anliegende Leistung in Echtzeit bestimmen. Und dann siehst du genau quasi, wie viel du in dem jeweiligen Moment an Leistung abrufst. Und die ist gedeckelt und die darf man nur in bestimmten Grenzen überschreiten. Ansonsten wird man halt, ich sag mal, heute bestraft. Und das ist halt ein relativ ausgefeiltes System. Aber nur durch das ist es ermöglicht, diese ganzen Autos von der Performance in ein Zeitfenster zu bringen. Ja? Weil ich fand auch gerade, am Start hat man es perfekt gesehen, so diese erste Runde, die ersten zwei Runden, obwohl so eine Runde knapp 4 Minuten ist, wie eng die Autos beim ersten Mal doch wieder bis Start-Ziel kommen. Ne? Ja, ja. Also das ist ja schon, das ist ja wirklich im 10-Sekunden-Bereich. Also das ist im Prinzip eine Wissenschaft für sich, ja. Also auch das Thema, wie gehe ich mit dem Reifen um, was ist meine Reifenstrategie, das ist ja, wenn du das Rennen verfolgst, da fährt da jeder Hersteller seine eigene Strategie, wie viel Stints fährt er auf einem Reifensatz, wie viel Reifen spart man fürs Rennende. Bleibst du die ganze Nacht hier? Oder? Ja, ich bleib die ganze Echt? Nacht. Echt? Komplett durchsinn? Ja, ich bin alt. Also von daher, ich bin noch ein bisschen älter. Ich hoffe, dass ich es durchstehe, aber ich bin noch optimistisch, weil ich habe ein bisschen vorgeschlafen. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Der Stand sieht von außen immer geil aus. Also, weil das ist ja alles nur für dieses eine Wochenende hier gebaut. Ne? Ja. Und es sieht halt aus wie eine riesen Halle einfach. Ne? Ja.
Wie viele Leute seid ihr in Summe? Für das Team hier, da gibt es eine strenge Auflage. Du darfst als operatives Personal nur eine gewisse Anzahl, da müsste ich jetzt noch mal genau nachschauen, das sind 12 oder wie viele Leute, 11 oder 12, da weiß ich nicht genau, Leute, die du in Summe operativ tätig haben darfst. Du darfst gar nicht mehr haben. Natürlich hat Lamborghini als Marke sehr, sehr viele da, die jetzt keine echte Aufgabe im Rennen haben. Da gibt es natürlich viel mehr. Und es gibt natürlich auch das Team. Wir machen das Ganze ja nicht als Werksteam, sondern es ist ja ein werksunterstützter Einsatz von Ironlinks. Also Ironlinks ist unser Einsatzteam. Und genau. Erste Frage, SC63, wo besteht das? Squadra Corse, also quasi Rennteam. 63, Lamborghini wurde 1963 gegründet von Ferruccio Lamborghini. Also eigentlich selbsterklärend. Ja. Ja, so eine Box ist eigentlich immer nicht groß, ne? Also sieht in Summe immer größer aus, als am Ende eigentlich ist. Ja, wobei das ist jetzt hier für eine Box schon relativ groß. Also klar, das sieht im Fernsehen immer noch größer aus. Ja, ja. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel 24 Stunden Nürburgring, wo sich eine Box mit 5, 6 Autos teilt, da ist das hier schon fast eine sehr komfortable Atmosphäre, um zu arbeiten. Also, ja klar, und solange die Autos fahren, ist halt auch immer entspannt, ne? Wie weit dürfen wir nach da vorne gehen? Na, weiter würde ich nicht vorgehen, ehrlich gesagt, weil wir müssen immer ein bisschen aufpassen, falls kurzfristig das rein jetzt im Rennen betrunken. Und man darf auf keinen Fall diese rote Linie überqueren. Da darf man auf keinen Fall drüber. Nein, aber geile Nummer. Krass. Ich bin immer auch, also ich finde am meisten beeindruckend, aber klar, das gehört mit dazu, das ganze Logistische. So, ne, weil es ist ja möglich, jedes Teil gibt es doppelt und dreifach als vorbereitet, auch dass man die genau in diesem Moment hier findet, weil das ist natürlich zu Hause in der eigenen großen Werkstatt immer einfach, aber das ist ja schon hier x Leute auf, was ist das, vielleicht 150 Quadratmeter oder so. Ja. Ne? Was halt echt von außen aus schwierig nachzuvollziehen ist, wie viel Systematik und Akribie du in die Vorbereitung steckst. Und zählt natürlich das Thema Ersatzteillogistik, aber auch Sortierskonzept. Wenn in der Nacht was passiert, die Teile parat zu haben, vorbereitet zu haben. Das ist ein wahnsinnig präzises Vorbereiten. Das ist jetzt nicht so nach dem Motto, wir sortieren das mal, da kommen wir da her und dann schauen wir. Das ist wirklich, ich habe jetzt außerhalb von der Formel 1, ist das schon eines der Top-Motorsportklassen und da ist eine super hohe Professionalität. Wie würdest du das technisch zur Formel 1 sehen? Kann ich schwer vergleichen. Die Formel 1 ist schon noch, würde ich sagen, in der jeweiligen Ausprägungstiefe noch mal krasser, definitiv. Was aber hier ist, ist die Breite, des Anspruchs. Weil es ist schon ein Unterschied, ob du ein Sprintrennen fährst oder ein 24-Stunden-Rennen. Es ist schon ein Unterschied, ob du ein Auto auf einen Fahrer abstimmst oder ob sich drei Fahrer ein Auto teilen. Du musst hier schon viel mehr Rennstrategie auf eine lange Distanz strategisch vorplanen. Das heißt, hier ist eigentlich der Anspruch mehr die Breite. Die Formel 1 hat dann schon nochmal in dem jeweiligen Detail nochmal ein bisschen mehr Tiefgang. Ja. Eine Frage noch. Was würdest du sagen, ist technisch am aufwendigsten an so 24-Stunden-Rennen-Auto? Gibt es so eine Baugruppe, wo du sagst, auf die kommt es an, da muss man besonders gucken? Ja gut, im Prinzip musst du natürlich dafür sorgen, dass du keine Schwachstellen hast. Das ist die große Herausforderung, weil im Endeffekt ist es egal, ob dir ein kleiner Halter zum Scheinwerfer flöten geht, der dich dann verhindert, dass du weiterfahren kannst, oder ob du sagen wir, einen kapitalen Unterschaden hast. Das ist ja das Brutale. Eine kleine Auswirkung, also eine kleine Ursache, kann die gleiche fatale Auswirkung haben. Wenn du mich aber fragst, was ist ingenieursseitig bei den Autos zumindest das Anspruchsvollste, sind zwei Dinge. Zum einen haben die Autos sehr, sehr viel Abtrieb, sind aber auch nicht so super leicht wie früher die LMP1-Autos. Das heißt, du musst eine gute Balance finden zwischen, du willst ja möglichst tief fahren, aber musst die Fahrhöhe konstant halten. Und wenn du über Körb fährst, willst du aber einen gewissen Federweg haben, weil du eine gewisse Energie im Auto hast. Das ist aber eine große Herausforderung. Und das ganze Thema Energiemanagement, was ich eingangs gesagt habe, wirklich zu entscheiden, wie manage ich das Drehmoment, wie manage ich die Leistung. Und da ist sehr viel Detailarbeit erforderlich. So, letzte Frage, die Batterie, die hier drin ist. Wie viel Saft hat die? Also reicht das so für die Power von einer Runde und rekuperiert immer wieder? Oder? Ja, du meinst Power zum Unterstützen, ja, aber die rekuperiert kontinuierlich. Die reißt jetzt nicht, obwohl elektrisch eine Runde zu fahren. Egal, okay, also die ist wirklich so klein, dass man muss. Aber wir fahren ja elektrisch los. Ne? Also wir fahren ja nach jedem Boxenstopp elektrisch los. Mhm. Das einmal finde ich cool, weil du hörst das Auto, was du dem gar nicht zutraust, das fährt so im Stealth-Mode los. Ich habe mich schon gewundert bei einem Radwechsel. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das so laut wird wie bei dem LMP2-Auto eben gerade. Wenn die fahren elektrisch los, dann geht der Verbrenner an.
immer Gänsehaut, weil das betont noch so richtig das Verbrennergeräusch an. Cool, okay. Aber ist wirklich so, dass man selbst da, das ist das auch das besagte Energiemanagement, was du gesagt hast, wann, wie, wo rekuperieren, wie viel, was macht Sinn, macht man keinen Sinn. Und das ganze Thema Abstimmung mit Traktionskontrolle, weil ich natürlich an dieser eingangs erwähnte Leistungskurve, die große Kunst ist natürlich, ich muss unter allen Bedingungen so dicht wie möglich daran fahren, weil sonst verschenke ich ja Vorträge. Okay, Ruben, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich wünsche eine gute Nacht. Aber hier, was kriegst du jetzt ins Bett? Nee, Quatsch, wir kommen spätestens vielleicht morgen früh mal wieder. Und natürlich nur das Beste für euer Team. Alles klar. Danke. Viel Spaß, bis dann, ciao. Guten Morgen, die Nacht ist rum. Wir waren im Hotel, wir haben geschlafen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sitzen hier in der Porsche Motorsports Lounge. Und wenn man das Renngeschehen auf der Rennstrecke einfach geil sehen will, dann ist es definitiv hier vor Ort am besten. Also egal, wo man auf der Tribüne sitzt, wir sind ein bisschen rumgelaufen, es ist natürlich brutal voll, aber man sitzt auf der Tribüne, sieht einzeln ein paar Autos vorbeischießen. Klar, man hört mal eine Akustik, man sieht mal einen Bremsvorgang, aber in Summe ist für mich nach wie vor Rennsport das Ganze im Fernsehen einfach mit anzugucken. Weil es ist einfach so dermaßen gut von der Übertragung her, das weiß ich nicht. Deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank an Porsche, weil das ist wirklich eine geile Nummer hier. Man kann oben auf die Terrasse gehen, kann jederzeit Start, Ziel und eine Kurve einsehen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal, damit wir nochmal ein bisschen Sound für euch hinkriegen. Was ist passiert in der Nacht? BMW leider beide Autos raus, sowohl das Artcar als auch der andere. Dann GT3 auch raus mit Valentino Rossi auf dem Auto. Unfall, weil es gibt nämlich in Le Mans leider die Vorschrift, wenn der Fahrer das Auto reparieren darf, wer genau unseres, und damit zur Box kommt, dann darf das Auto wieder repariert werden. Wenn das Auto mit dem Schlepper in die Box kommt, ist leider over and out. Feierabend. Die beiden Lamborghinis sind noch im Rennen. Das freut mich für Ruben auch. Ferrari vorne, Porsche und tatsächlich von Team Jota, die das Monocoque getauscht haben, das Auto fährt auch. Was krass ist, für den 24-Stunden-Rennen, es sind jetzt noch 4 Stunden zu fahren, das heißt 18 Stunden sind um. Und zwischen dem Erst- und dem Fünftplatzierten in der Hypercar-Klasse sind vielleicht 10 Sekunden. Also eben gerade beim Boxenstopps, und es waren wirklich vorher sogar eher im 5-Sekunden-Bereich, jetzt hat es ein bisschen aufgelockert. Also das hat der Veranstalter schon drauf, diese BOP so auszulegen, dass es wirklich, egal welcher Hersteller, spannend bleibt. Also ich glaube, ich habe es gerade gesehen, ich glaube, die ersten 8 in der Hypercar-Klasse sind immer noch innerhalb von einer Runde. Das ist halt 4 Stunden vor Ende schon der Wahnsinn. Ne? Das heißt, da geht auf jeden Fall was. Ja, sonst war es halt so, wir wollten eigentlich in der Nacht nochmal zu der einen oder anderen Stelle, um euch ein paar glühende Bremsscheiben zu zeigen. Wobei ich glaube, hier sieht man die glühenden Bremsscheiben gar nicht so fast. Aber das Problem war eher, so wie es nachts immer ist, es hat geregnet, dann gibt es Unfälle, dann gibt es Safety Car, dann gibt es gelbe Flagge. Das heißt, 2-3 Stunden in der Nacht ging einfach gar nichts und dann sind wir auch schlafen gegangen. Und jetzt gucken wir mal, was das haben wir so ein bisschen mitgebracht. Jetzt gehen wir erstmal hoch und machen mal ein bisschen Akustik. Schon sagen, die Mustang ziehen es schon durch, ne? Ja, vor allem, die sind immer noch im Rennen. War schon gestern diese Aussage so, die Amis, was wollen die hier, ne? Da darf man eigentlich gar nicht so voreilig sein. Ja, Ford-Performance. Angekommen. Das war es vom 24-Stunden-Rennen. Wir mussten leider schon vor Rennende los, weil es leider nur einen Flug heute zurück gibt. Kurz zum Ergebnis. Ferrari hat es tatsächlich mal wieder geschafft. Gesamtsieg in der LMP-Klasse. 2. Platz Toyota, dann wieder ein Ferrari und dann Porsche. Porsche aber, GT3, 1. Platz. Mantai,
Die machen es halt immer. Aber Max hat sich gefreut. Mich freut es natürlich auch. BMW mit dem M4 Platz 2 in der Klasse, in der GT3-Klasse. Das heißt, das war auf jeden Fall auch für BMW dann doch noch neben den ganzen Ausfällen ein erfolgreiches Wochenende. Le Mans ist auf jeden Fall eine Reise wert. Nehmt ein bisschen Zeit mit, sucht euch ein gutes Hotel. Es ist anders als das 24-Stunden-Rennen an der Nordschleife. Es ist ein bisschen, vorsichtig gesagt, elitärer, aber jetzt nicht viel, viel elitärer, dass man sich da irgendwie fehl am Platz fühlt. Es ist auf jeden Fall renntechnisch deutlich professioneller, im Sinne von, dass die Teams unheimlich gleich sind. Ich glaube, jetzt am Ende waren die Top 9 Teams in der LMP-Klasse waren immer noch innerhalb von einer Runde. Und das muss man sich mal überlegen, nach 24 Stunden, wie knapp dort die Fahrzeuge einfach aneinander sind. Ne? Ja, wir fanden es geil. Max, danke, dass du mitgekommen bist. Gerne. Vielen Dank an 24 Stunden von Le Mans, vielen Dank an Mobile One Racing, vielen Dank an Porsche und, dass wir bei euch in die Boxen durften, dass wir an der Veranstaltung teilnehmen durften, dass wir euch das zeigen durften. Wir fliegen jetzt zurück nach Deutschland und mal gucken, bei welcher Rennveranstaltung wir uns als nächstes sehen. Ciao.